Erstmal alles, alles Gute im neuen Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Und ich dachte, für den Einstieg gibt es heute mal ein Spezialvideo zum Thema Werkzeug und vor allem anhand der aktuellen Blumen, wie man welche Blume anschneidet, welches Werkzeug man für was benutzt. Das sind Sachen, also einfach mal so richtig ein Einsteigervideo, Basics. Und die brauchen wir später. Die lege ich erstmal ab. Ich habe verschiedene Werkzeuge mitgebracht und ich nehme jetzt einfach mal, zeige euch, wie man verschiedene Blumen anschneidet. Fachgerecht, da kommt erstmal das Floristenmesser. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Messer. Zu allen Sachen mache ich auch Bestelllinks in die Beschreibung rein. Da haben wir die Hyazinthe, die hat einen sehr, sehr, sehr weichen Stiel. Und hier schneide ich einfach nur eine Scheibe ab. Also mehr muss man gar nicht machen. Manchmal haben die so einen Stempel, aber auf jeden Fall, dann ist die schon frisch angeschnitten, nicht schräg. Und wenn die Hyazinthe dann sehr weich wird, dann kann man sie immer noch, wenn man will, auch mit einem Draht stützen. Und den Draht kann man einfach in den Stiel reinstecken. Ist jetzt noch nicht nötig, weil die ist so knackig und knospig. Die ist noch richtig, richtig fit. Dann gibt's, wir bleiben noch bei den Sachen, die wir auf jeden Fall mit einem Messer anschneiden. Hier haben wir Nelken. Nelken, hier ist eine schöne grüne Bartnelke. Es gibt ja sehr, sehr viele Nelkenarten. Die Nelken haben diese Knoten. Und die Knoten, also man sollte auf keinen Fall in den Knoten anschneiden, sondern immer dazwischen einen schrägen Anschnitt, die Blätter abmachen. Hier sieht man es zum Beispiel, mache ich jetzt nochmal Blätter ab, aber immer zwischen den Knoten, weil im Knoten bekommen die nicht so gut Wasser. Dann halt, gehe ich weiter mit den weichen Stielen. Ein weicher Tulpenstiel ist eine französische Tulpe. Die halten auch sehr, sehr gut, die französischen Tulpen, länger, meistens länger als die kürzeren. Die haben auch einen sehr weichen Stiel. Denen ist eigentlich egal, ob ein schräger Anschnitt oder ein gerader. Hauptsache anschneiden, brauchen keinen hohen Wasserstand und die Tulpe ist schon ganz glücklich. Bei Tulpen, die sind sogar so flexibel, wenn die manchmal nicht so viel Wasser haben, dann können die von ganz schlappen Zustand durch einen Anschnitt und durch Wasser können die wieder fest werden. Aber dann ist es ratsam, wenn man so ein paar Tulpen hat, ich sag mal 10, 20, frisch anschneiden, ein bisschen Wasser und in ein bisschen Zeitungspapier einrollen und dann ins Wasser stellen und dann, wir sagen immer, die ziehen sich dann wieder gerade. Ja, also wenn die Wasser gezogen haben, dann bleiben die gerade. Manche packen die sogar über Nacht ein auch. Ein sehr weicher Stiel ist auch bei der Kalla. Kallas ringeln sich auch manchmal ganz gern auf, wenn welche sich so aufringeln, dann ist es ganz gut, auch nochmal anschneiden und mit einem Tesa, sodass der Tesa sich überlappt, drumherum gehen. Ansonsten auch ein ganz normaler, kleiner, kurzer Anschnitt, genügt völlig. Mehr braucht die Kalla nicht und wie gesagt, die braucht auch nicht viel Wasser. Ja, dann haben wir eine sehr, sehr schöne Frühlingsblüte. Das ist die Ranunkel. Viele lieben sie, aber die Ranunkel hat so eine Eigenheit. Da ist der Kopf stabiler und langlebiger als der Stiel. Und viele haben es von euch bestimmt schon erlebt. Die Ranunkel, man stellt die in die Vase und denkt, ach, ist die schön und sie schwingt so frei und irgendwann macht's plopp und der Kopf kippt nach unten und das ist natürlich sehr ärgerlich. Und die Stiele, hier habe ich zum Beispiel eine, die mal so schön seitlich gewachsen ist, die Stiele, die sind innen hohl. Ja, ich darf es mal kurz für die Kamera zeigen. Also es ist wie so eine Makaroni, darf man sich's vorstellen. Und eine Ranunkel, wenn die also nicht in einem engen Strauß gebunden ist, sollte die Ranunkel gedrahtet werden. Drahten kann man also entweder, indem man einsticht außen, den Draht um den Stiel wickelt oder was viel eleganter ist, man geht einfach in diesen Hohlraum rein, fühlt vorsichtig, wenn man oben ankommt. Und so. Und drin ist der Draht. Der kommt jetzt also auch nicht mehr raus. Und jetzt kommt mein nächstes Werkzeug zum Einsatz. Das ist nämlich die Drahtschere. Weil da kann ich natürlich mit dem Messer nichts mehr ausrichten. Und dieser Draht, der muss einmal abgeschnitten werden. Und wenn die Ranunkel jetzt so gedrahtet ist, ist es natürlich sehr elegant, dass es innen ist, der Draht. Man sieht ihn nicht.
dann bleibt die wunderschön in der Vase stehen. Das ist eine sogenannte Kloni-Ranunkel, erkennt man an dem grünen Auge. Und Ranunkel so frei schwingend in der Vase ist natürlich eine Pracht fürs Auge. Draht ist auch oft für eine Germini oder Gerbera vonnöten. Da haben wir allerdings keinen Hohlraum im Stiel. Und hier schneiden wir auch wieder mit dem Messer an. So. Und die Germini, also da würde ich das jetzt nicht schaffen, so locker durchzugehen wie bei der Ranunkel. Ich steche den Draht ein. Der kann ruhig ein bisschen rausgucken im Kopf, weil die wächst noch. Und der Draht, dieses Stückchen Draht verschwindet dann auch, da die noch ein bisschen weiter wächst. Vorteil vom Draht ist auch, wenn ich die Gerbera in die Vase stelle oder sie binde, dann kann ich einfach die Neigung von dem Kopf so ein bisschen wählen, wie ich es gern hätte. Und dann kann ich natürlich schön gucken, dass die mich anschaut. Das ist auch eine sehr elegante Art und Weise. Da ist die auf jeden Fall ganz toll haltbar. Jetzt kommen wir auch zu den festeren Stielen. Rosen gibt es ja das ganze Jahr. Die Rose, da mache ich ja auch viele Blätter ab, auch wenn die so ein bisschen geknickt sind, die mache ich auch ab. Und auch die Rosen schneiden wir mit einem Messer an. Nicht mit der Küchenschere, die ist nicht scharf genug, sondern mit dem Messer einen schönen, schrägen, langen Anschnitt. Also das Messer sollte schön scharf sein. Und dann bekommt die Rose am besten Wasser. Selbst wenn man die Rose transportiert und die hat mal 2, 3, 4 Stunden kein Wasser, kein Problem, ein neuer Anschnitt. Und wenn sie dann ins Wasser gestellt wird, zeitnah, dann ist das, verzeiht ihr einem das jederzeit. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, also jetzt haben wir das Messer, die Drahtschere. Und dann gibt es natürlich noch die Gartenschere, also die Rosenschere. Und dann gibt es auch festere Stiele. Es ist eine Nadelkissen-Protea. Die gibt es im Winter. Die kommen aus Südafrika. Man kann natürlich, wenn man ein bisschen geübt ist, mit einem Messer einen schrägen Anschnitt machen. Aber wenn die Gehölze und Stiele fester werden, dann kann man auch durchaus die Baumschere nehmen. Das ist jetzt ein Magnolienstiel. Da ist mit dem Messer natürlich Schluss. Da geht gar nichts mehr. Und da kann ich dann hergehen, auch ein bisschen Kraft. Und da kann ich natürlich einen schönen Anschnitt machen, auch mit der Gartenschere. Aber bei allen weichen Stielen hat eigentlich die Gartenschere nichts verloren. Ganz, ganz wichtig zu beachten. Und wenn es dann noch weiter, noch dicker wird, dann habe ich zum Beispiel hier bei der Magnolie so ein dickes Stück. Da sind dann meine Kräfte so langsam am Ende. Und hier kommt dann ein sehr geniales Werkzeug ins Spiel. Das ist meine Astschere, weil sonst werde ich mit diesen Stielen nicht fertig. Und wenn die im Baum so weit oben sind, das ist eine Teleskop-Astschere, dann werden meine Hände umso länger. Die ist mit einem Amboss-System, das heißt, die schneidet auch viel besser. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist ein super Gerät. Und ich wollte mal kurz fragen nach der helfenden Hand, mir dieses Aststück festzuhalten, am besten an der Seite, und dann kann ich das, ja genau, ich passe auch auf, zack, ja genau, das schneidet so scharf, dass die andere Seite sogar durch den Raum fliegt, und das war jetzt nur so die Demo. So, also man hat gerade gesehen, wie dieses abgeschnittene Stück, das ist einmal durch den Raum gespritzt gegen die Wand, also man sieht, wie scharf diese tolle Astschere schneidet. Richtig toll, ein super Investment. Ich freue mich immer über gutes Werkzeug. Es gibt auch Kunden, die haben von mir diese Baumscheren gekauft und die sagen, ich denke jedes Mal an sie, wenn ich mit der Schere schneide. Und ich muss dann immer lachen, aber ich finde das klasse, weil gutes Werkzeug ist total wichtig. Ja, da gibt es ja natürlich auch immer Grünzeug, wenn man Sträuße bindet. Dann hat man zum Beispiel hier schön unseren Efeu. Da mache ich ja schon automatisch, wie wenn ich einen Strauß binde, macht man die unteren Blätter weg, weil kein Grün im Wasser, kein Blatt im Wasser natürlich. Ja, dieser Efeu-Stiel, wenn man ein bisschen geübt ist, geht das mit einem Messer. Aber wenn man nicht so geübt ist, dann würde ich den auch einfach hier mit dieser Gartenschere
abzwicken. Dann hat er auch einen sehr guten Anschnitt. Und dann haben wir Pistazie, die lässt sich auch super mit dieser Baumschere anschneiden. Man merkt auch Klack. Dann haben wir Aralienblätter, die gehen mit dieser Baumschere, sind aber auch so weich, die Aralienblätter, die kann man auch sehr gut mit einem Messer. Also man merkt ja, wie weich die sind, wenn sich der Stiel so biegen lässt, ja, kleiner Test, dann merkt man, okay, der ist weich, man spürt das ja auch. Dann gibt es natürlich anderes Grün, wie zum Beispiel das Grün von den Margeriten. Habe ich jetzt auch schon welche, weil jetzt kommen ja die Frühlingsblumen nach Weihnachten. Das ist auch wieder so ein weicher Stiel. Hier merkt man, kleiner Test, den muss ich auf jeden Fall mit einem Messer anschneiden. Ja, geht sonst nicht. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Olive, weil ich habe gedacht, ich komme wieder zurück auf dieses schöne Video von der Lichterkette. Moment, erstmal das Licht anmachen. Von der Lichterkette und den Blumen mit der Lichterkette im Glas, was natürlich für den Frühling jetzt ganz, ganz klasse ist. Und ich wollte jetzt einfach mal testen, so ein bisschen Olive und Paranunkel. Eigentlich gar nicht viel, keine große Deko, sondern so ganz lässig und ganz wenig. Hier bei der Olive habe ich eigentlich auch wieder die Wahl, entweder ich nehme das Messer oder ich nehme die Schere. Mit dem Messer, das ist immer so ein bisschen nicht gegen den Finger schneiden, ja, sondern das Messer ist eigentlich so hier dazwischen. Das ist ein bisschen Übung, muss man mal probieren, am besten mal mit einem Pflaster auf dem Finger, weil das ist doch doof, wenn man sich den Finger so zerschneidet. Ja, und die Olive, also immer einen frischen Anschnitt und dann ins Wasser stellen. Und ich wollte jetzt auch gar keine große floristische Arbeit heute zeigen, sondern ganz lässig nur ein paar bisschen Ranunkel eigentlich mal zeigen, wie schön die Wirkung sein kann von wenigen Blüten im Wasser. Es braucht also gar nicht viel. Und was machen wir hier dazu? Noch eine schöne Tulpe. Ach Moment, ich habe ja hier noch ganz tolle Tulpen, die auch eine Wahnsinnswirkung haben. Und die schneide ich auch. Man sieht es so am lockeren Griff. Die Tulpen, die schneide ich jetzt auch so ganz lässig mit dem Messer an. Es geht also sehr, sehr schnell. Was ich bei den Tulpen allerdings auch mache, das hat man jetzt vorhin gerade nicht gesehen, ich mache immer ein bisschen Blätter ab, dass die Blätter nicht im Wasser sind. Und was mir bei den Tulpen natürlich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass die Tulpen sich so schön auch neigen. Ich liebe das, wenn die sich so über den Tisch werfen. Herrlich, ganz, ganz toll. Ja, und der Anschnitt für diese Blumen gilt natürlich auch genauso, wenn die im Strauß sind. Diese wunderschöne Lichterkette im Glas. Da habe ich auch ein Video gemacht. 25. Dezember, genau, war's. Und da habe ich es gezeigt im Detail, auch noch, wie man dieses kleine Batteriesäckchen so elegant versteckt im Filz. Ja, und habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Die Bandschere, das ist also eine ganz normale Küchenschere, die braucht man natürlich, wenn man den Bindebast, falls man einen Strauß bindet, abschneidet. Aber die hat jeder von euch. Die habe ich jetzt gar nicht besonders erwähnt. Deswegen so die wichtigsten Werkzeuge, die man eigentlich bräuchte, ist Baumschere, Floristenmesser, Drahtschere, sehr wichtig. Und wer mit Ästen arbeitet, natürlich die große Astschere. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir mein Video gefallen hat. Und abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns dieses Jahr noch ganz oft wiedersehen. Wir haben nämlich noch 1000 Ideen und es gibt unglaublich viel zu filmen. Bis bald. Happy New Year. Deine Margit. Tschüss.